mit Bewegungen nach oben, also weg vom Zentrum oder vom Mittelpunkt der Erde, kennen wir uns jetzt eigentlich schon ziemlich gut aus. Wir haben zumindest ziemlich viele Beispiele schon durchgerechnet und auch Formeln hergeleitet. Also wollen wir uns auch heute mal angucken, wie das aussieht, wenn wir uns genau in die andere Richtung bewegen. Oder in dem Fall vielleicht nicht zwangsläufig wir selbst, sondern irgendwelche Objekte, die wir benutzen. Stellen wir uns doch mal vor, das hier ist ein Cliff oder es kann auch ein Gebäude sein, irgendwas. Und wir stehen hier oben. Sagen wir mal, das bist du. Du stehst jetzt hier oben und fragst dich, wenn ich von hier oben, über eine schöne Farbe, braun, wenn ich jetzt von hier oben einen Stein runterwerfe, wie schnell wird er sein, wenn er unten ankommt, also wenn er genau diesen Punkt hier erreicht, kurz, ganz, ganz, ganz kurz, bevor er aufkommt. Wenn er aufkommt, wird er wahrscheinlich ziemlich, ziemlich stark abgebremst. Aber ganz, ganz knapp davor, wie schnell wird er da eigentlich sein? Und das können wir jetzt schon ziemlich sicher ausrechnen. Wir kennen alle Formeln, die wir dafür brauchen und müssen nur nochmal vorher ein paar Überlegungen anstellen. Die erste ist ja schon mal, dass wir den ganzen Weg hier, den unser Stein oder welches Objekt auch immer du da runterwerfen möchtest, einen Weg zurücklegt, den wir jetzt einfach mal H nennen. H für Höhe. Ich denke, das ist recht naheliegend. Okay, also der ganze Weg von hier oben, oder um genauer zu sein, der Weg von da oben aus, von wo aus du den Ball loswirfst, bis nach hier unten, das nennen wir mal H. Und wie bei so ziemlich allen Videos, die wir in der Nähe der Erdoberfläche oder wo sich das Konzept irgendwo abspielt, wo wir uns in der Nähe der Erdoberfläche befinden, gehen wir davon aus, dass wir keinen Luftwiderstand haben. Keinen Luftwiderstand. Und nur um genau zu sein, also falls du jetzt wirklich meinst, ja gut, warum wollen wir das ausrechnen? Das ist ja dann eh ziemlich ungenau, was wir machen. Stimmt natürlich bis zu einem gewissen Punkt. Es kommt ein bisschen auf das Objekt an. Also wenn du nur einen kleinen Stein nimmst, der halt relativ aerodynamisch ist, dann stimmt das auch, dass der Luftwiderstand wirklich keinen großen Einfluss hat. Wenn du jetzt natürlich irgendwas Größeres nimmst oder irgendwas, was generell viel Luftwiderstand erzeugt beim Runterfallen, dann sind unsere Ergebnisse, die wir hier ausrechnen, natürlich wirklich nicht korrekt. Aber solange wir uns mit kleinen Objekten und mit kleinen Höhen beschäftigen, ist diese Schätzung, die wir anstellen, wenn wir keinen Luftwiderstand annehmen, doch schon ziemlich genau. So, wollen wir nochmal gucken. Was wissen wir denn noch so alles? Wir wollen wissen, hier unten, wie schnell sind wir da? Ich nenne das mal, ich hoffe, das ist auch einleuchtend, wir nennen das mal VE. Das ist ja unsere Endgeschwindigkeit. Und die wollen wir rauskriegen. Und wir wissen aber jetzt auch schon, das müssen wir am besten auch wieder vorher festlegen. Wir machen das zwar theoretisch in jedem unserer Videos hier so, aber nur um dich nochmal daran zu erinnern, wenn wir eine Bewegung haben oder viel besser viel eher einen Vektor, der nach oben gerichtet ist, also weg vom Mittelpunkt der Erde, dann ist er positiv und in die andere Richtung ist er dann entsprechend negativ. Das heißt, der Ball fällt ja von oben nach unten, das heißt, er muss ja, wenn er hier unten ankommt, eine negative Geschwindigkeit haben. Du hier bist negativ. Negativ. Das wissen wir jetzt schon. Da müssen wir nachher noch drauf aufpassen, aber das wirst du schon sehen. Ich werde dich nochmal daran erinnern. Und was wissen wir noch so alles? Wir wissen, dass wenn wir den Ball hier oben fallen lassen, dass seine Geschwindigkeit dann wie groß sein wird? Also seine Anfangsgeschwindigkeit? Genau, 0 Meter. Weil wenn du ihn einfach nur loslässt, dann hast du ihn ja nicht wirklich geworfen, sondern einfach nur fallen gelassen. Und dann bekommt er von dir keine extra Geschwindigkeit dazu sozusagen. Und das Gleiche, was wir sonst auch immer wissen, wissen wir hier natürlich auch. Der Ball wird ja beschleunigt. Und zwar wird er angezogen durch die Erde, durch die Masse der Erde sozusagen. Und wie groß dieser Wert ist, ich nehme mal eine andere Farbe. Wie groß dieser Wert ist, na, das wäre verwirrend, nehmen wir Violett. Ja, wie groß dieser Wert ist, wissen wir auch, der ist minus 9,8 Meter pro Quadratsekunde, weil wir werden ja nach unten gezogen, oder in dem Fall wird das Objekt ja nach unten gezogen. So, und dann wollen wir doch mal anfangen, die eigentliche Formel herzuleiten. Das Wunderschöne ist ja, dass wir in der Physik und vor allem in der Mechanik so ziemlich jede
meist recht kompliziert aussehende Formel aus ziemlich grundlegenden Ideen herleiten kann, die man vorher schon irgendwo anders benutzt hat. Und so wird es mit Sicherheit auch hier wieder sein und ich werde dir beweisen, dass das auch funktioniert. Wir wissen, wir wollen ja ausrechnen, welche Geschwindigkeit hier unten unser Objekt hatte. Und wir wissen, dass er dafür einen gewissen Weg zurücklegen wird. Also können wir uns ja erstmal angucken, wie wir denn diesen Weg berechnen würden, den wir hier ja jetzt h genannt haben. Und den würden wir folgendermaßen berechnen. Wir wissen, dass sich der Weg zusammensetzt aus der Durchschnittsgeschwindigkeit und, das weißt du mit Sicherheit auch noch, mal Delta t. So, jetzt können wir mal gucken. Uns, die Zeit soll uns eigentlich nicht interessieren. Wir wollen eigentlich nicht vorher die Zeit stoppen oder wir wissen ja, wenn wir den Ball oben fallen lassen, nicht wie lange er brauchen wird, bis er unten angekommen ist. Könnten wir zwar auch ausrechnen, bräuchten wir aber die Geschwindigkeit für. Das heißt, da wären wir ein bisschen im Widerspruch. Aber wir wissen ja das Folgende. Ich mache mal schon mal einen Pfeil dahin. Delta t ist ja das gleiche wie Delta v durch a. So, wo habe ich das jetzt her? Ich will dich jetzt natürlich hier nicht überrumpeln. Das gleiche kennst du aber schon. Wir wissen ja, dass die Durchschnitt, ach nicht die Durchschnitt, die, der Geschwindigkeitsunterschied sich errechnet aus der Beschleunigung mal der Zeit, die man beschleunigt, richtig? Und wenn wir das Ganze umstellen hier, diese Formel, können wir auch einfach jetzt durch a rechnen und haben dann Delta t ist gleich Delta v durch a. Und das setzen wir hier drüben ein. So, und was wissen wir über die Durchschnittsgeschwindigkeit? Naja, ich denke, darin sind wir jetzt auch schon mehr als geübt. Wir wissen, dass die Durchschnittsgeschwindigkeit die Anfangsgeschwindigkeit plus die Endgeschwindigkeit ist, plus VE, und das Ganze durch 2. Richtig? Das arithmetische Mittel aus beiden Geschwindigkeiten. Und wir wollen ausrechnen, in dem Fall den Weg. Also wir wollen natürlich, entschuldige, wir wollen natürlich hier unten die Geschwindigkeit ausrechnen, aber wir benutzen dafür mal die Formel, die wir hier oben hatten, die den Weg berechnet. Wenn wir uns das Ganze jetzt hier angucken, dann können wir das ja noch schon mal ein Stück weit vereinfachen, weil wir ja wissen, dass unsere Anfangsgeschwindigkeit 0 ist. Das ist 0. Also haben wir eigentlich nur noch hier stehen unsere Endgeschwindigkeit durch 2. So, jetzt wissen wir aber immer noch nicht, was denn eigentlich unser Geschwindigkeitsunterschied ist. Aber auch da haben wir ja schon mal Überlegungen zu angestellt in den vorherigen Videos. Und ich denke auch so ist es ziemlich einleuchtend, dass der Unterschied über eine gewisse Zeit in, von der Geschwindigkeit das gleiche ist. Nicht die Pfeile vergessen, sind alles Vektoren. Das ist ja das gleiche wie die Endgeschwindigkeit minus die Anfangsgeschwindigkeit. Richtig? Und da wir ja schon wissen, dass unsere Anfangsgeschwindigkeit 0 ist, in unserem Beispiel hier, oder zumindest in dieser Versuchsanordnung, nenne ich es mal, dieser Experimentalanforderung, können wir davon ausgehen, dass der Geschwindigkeitsunterschied das gleiche ist wie unsere Endgeschwindigkeit. Also wollen wir auch das Ganze mal einsetzen. Wir wollen also, wir wissen jetzt hier, dass sich der Weg berechnen lässt mit der Endgeschwindigkeit, da habe ich den Pfeil auch vergessen, durch 2 mal. So, was haben wir denn da? Hier kommt auch wieder VE hin. Und das Ganze teilen wir noch durch A. Und A, ich nehme schon mal die richtige Farbe, kennen wir ja auch schon, steht ja hier drüben schon. So, das hilft natürlich so noch nicht ganz. Wir wollen ja immer noch VE ausrechnen. Also bringen wir doch einfach durch dieses 2 mal A, durch das wir hier teilen, einfach auf die linke Seite rüber. Also rechnen wir mal 2a. Und dann haben wir, kann ich hier schon mal hinschreiben, 2 mal, ups, falsche Farbe, 2 mal a mal den Weg ist das gleiche wie unsere Endgeschwindigkeit und VE mal VE ist ja das gleiche wie unsere Endgeschwindigkeit zum Quadrat. So, dann setzen wir doch schon mal das ein, was wir schon wissen. Und zwar wissen wir ja, dass a minus 9,8 Meter pro Quadratsekunde ist. Das können wir schon mal 2 rechnen. Dann haben wir hier also schon mal minus 19,6 Meter pro Quadratsekunde mal. So, und was ist eigentlich unser s, der Weg, den wir zurücklegen werden? Naja, du könntest jetzt natürlich angehalten sein zu sagen, das ist unser h, aber ganz wichtig, in der Physik, wenn wir uns mit Vektoren beschäftigen, hat das
auf jeden Fall auch seine Relevanz, weil der Weg, den wir zurücklegen, ist natürlich vom Betrag her H. Wir werden so viel Weg zurücklegen, wie H hier ist, aber wir werden das in die Richtung nach unten machen. Das heißt, ich schreibe es mir hier nochmal hin, unser S ist das gleiche wie minus H. Okay, also wenn wir jetzt minus 19,6 Meter pro Quadratsekunde mal minus H rechnen, dann haben wir wieder plus, weil minus mal minus plus ist. Und dann schreibe ich jetzt hier mal hin mal H. So, und das ist das gleiche wie unsere Endgeschwindigkeit zum Quadrat. So, das Problematische ist hier an der Stelle, jetzt müssen wir wirklich aufpassen. Wenn wir irgendwas quadrieren, verlieren wir natürlich die Informationen darüber, ob es vorher positiv oder negativ war. Du weißt ja sicherlich, wenn wir jetzt hier auch die Wurzel ziehen würden, dann könnte das sowohl minus als auch plus VE gewesen sein. Und da wir hier unten ja aber schon festgelegt hatten, durch unsere Überlegung, weil das in unserem Experiment in dem Fall die einzig richtige Lösung sein kann, muss VE auf jeden Fall negativ sein. Das heißt, wenn wir jetzt die Wurzel ziehen, und ich drehe auch gleich mal schon mal die Seite um, also wir ziehen hier jetzt die Wurzel draus und wir ziehen auch hier die Wurzel draus. Und wenn ich das Ganze jetzt mal noch umdrehe, dann wissen wir, dass sich unsere Endgeschwindigkeit berechnen lässt aus 19,6 Meter pro Quadratsekunde mal h. Und wir können ja schon mal gucken, wir wissen ja schon, dass h wird ja in Metern angegeben sein. Also packe ich das mal hier bei den, oder wir machen das ganz anders. Ich lasse die Einheiten erstmal noch kurz weg. Wir rechnen also 19,6 mal den Wert von h und die Einheiten betrachten wir einfach einzeln, weil davon können wir die Wurzel ja auch schon mal so ziehen. Wenn wir hier Meter pro Meter durch Quadratsekunde haben und das Ganze mal irgendeinen Wert rechnen, der auch in Metern ist, dann haben wir ja Meter mal Meter, das sind Quadratmeter, durch Quadratsekunde. Und wenn wir aus Quadratmeter durch Quadratsekunde die Wurzel ziehen, haben wir Meter pro Sekunde. So, und das war mal wieder alles. Wir können jetzt zum Beispiel einfach mal ausrechnen, was wir rauskriegen, wenn wir mal sagen, dass h zum Beispiel 5 Meter ist. 5 Meter kannst du dir vorstellen, ist ungefähr ein einstöckiges Gebäude. Und gucken wir doch mal, wie schnell wir sein würden oder unser Objekt sein würde, wenn wir es hier oben fallen lassen und es unten aufschlägt. Wäre also 19,6 mal 5. Daraus ziehen wir jetzt noch die Wurzel. Oder rechnen hoch 0,5, ist ja das gleiche. Kommen wir auf 9,89, also runden wir das mal auf 9,9. Wollen wir auch gleich hinschreiben. Ich nehme nochmal eine andere Farbe. Wenn wir aus 5 Metern irgendwas fallen lassen, dann kommt es, wenn wir den Luftwiderstand vernachlässigen, mit einer Geschwindigkeit auf von ungefähr minus 9, 9 Meter pro Sekunde. Und ich überlasse dir jetzt mal als kleine Übung, das mal auszurechnen, wie viele Kilometer pro Stunde das sind, weil Kilometer pro Stunde lässt sich ja ein bisschen leichter vorstellen. Und dann wirst du sehen, dass das schon ziemlich schnell ist. Und das, obwohl es nur 5 Meter nach unten gefallen ist.